Jetzt ziehen sie dich also auch noch in ihr mieses Spiel mit hinein. Hey, deine Tante hat nicht versucht, mich irgendwo mit reinzuziehen. Und warum kommt sie dann nicht selbst zu mir, wenn es ihr so wichtig ist? Das habe ich sie auch gefragt. Und? Sie meinte zu mir, sie hätte es versucht, aber du hättest gar nicht helfen wollen. So stellen Sie es jetzt hin. Felix, deine Tante klang wirklich verzweifelt. Sie will keinen Krieg zwischen euch. Und vor allem will sie nicht, dass das Hotel zerschlagen wird. Ja, aber das hätten Sie sich früher überlegen können. Ey, ich bin absolut deiner Meinung, dass es unverzeihlich ist, dass dein Onkel das Beweismittel gegen Barbara von Heidenberg vernichtet hat. Aber deshalb jetzt alles aufs Spiel zu setzen. Bist du auch der Meinung, dass es meine Schuld ist? Nein, ganz und gar nicht. Ich denke nur, dass du es in der Hand hast, jetzt noch etwas zu ändern. Es ist schon in Ordnung, wenn Werners Regentschaft ein wenig beschnitten wird. Er ist nicht der vorbildlichste Hoteldirektor, ja. Charmante Untertreibung. Aber den Fürstenhof aufzusplitten und fremde Anteilsnehmer reinzuholen, glaubst du wirklich, dass das die richtige Lösung ist? Ich meine, das kann Folgen haben, die jetzt noch nicht abzusehen sind. Das hätte sich Werner früher überlegen können. Felix, ich verstehe dich. Vollkommen. Aber geht's hier nicht um viel mehr? Ich weiß doch, was der Fürstenhof dir bedeutet. Willst du wirklich, dass hier fremde Menschen das Sagen haben, die mit deiner Familie nicht das Geringste zu tun haben? Dein Onkel unterschreibt den Vertrag gleich, wenn du ihn nicht aufhältst. Also, ein Cappuccino, ein Espresso und ein Mineral. Dazu kommt dann noch eine Zitronentorte ohne Sahne und einmal Erdbeertorte mit Sahne. Sie entschuldigen mich bitte. Ja, natürlich. Bringen Sie mir bitte ein Cognac. Herr Saalfeld, es freut mich wirklich, dass wir uns doch noch einig werden konnten. Dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Voilà. Für meinen Teil ist die Arbeit getan. So, auf geht's. Ja, ich muss auch wieder los. Ach ja, stimmt. In der Küche vermissen Sie bestimmt schon dein überragendes Schnippeltalent. Blöd, Mann. Frau Sonnenbücher ist so eine Liebe, die würde mich am liebsten nach Hause schicken. Ja, warum gehst du denn dann nicht? Weil der Chef nun mal Herr Konopka ist. Und dem ist es ziemlich egal, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Meine Meinung dazu kennst du ja. Ja, und die will ich auch nicht schon wieder hören. Ich schaff das schon. Und gegen die Schmerzen habe ich ja die hier. Was ist das? Schmerzmittel von Frau Sonnenbücher. Lass doch mal sehen. Ganz harmlos. Hast du davon schon eine genommen? Mhm. Bevor du bei der Kontrolle warst? Ja. Weißt du, dass dieses Mittel auf dem Index steht? Oh, das habe ich nicht gewusst. Mann, die sperren dich. Das war's mit der WM.